Bonsoir, bienvenue au domaine du moulin d'Asselborn. Je m'appelle Didier Juillet. Et je vais vous présenter les écrevisses à la luxembourgeoise. Pour faire des écrevisses luxembourgeoises, il vous faut du beurre, des échalotes, des carottes, du céleri rave, quelques feuilles de céleri branche, du persil haché, de l'estragon, du cognac, du vin blanc, du fumet de poisson et de la crème. Tout d'abord, il faut les châtrer les écrevisses. Il faut enlever les intestins. Alors vous le prenez comme ça, vous tirez, vous tournez, vous enlevez l'intestin. Krebsen allein so ganz ohne Soße, das geht allerdings nicht. Hier im Land, also traditionell eine Soße mit Kreidra gemäß. Alors, on prend les échalotes. Das ist der Eichhörn, wo es ein Glas Jugobrote gibt. Als zweit kommen dann Mutten, die hat ganz klein Kübel geschnitten, Gaufen mit dabei. Und so geht es dann immer weiter mit dem Gemäß. Ensuite, on remet le céleri rave. Auch den haben wir schon am Vierers präpariert, abpreppgestalt. Ensuite, vous flambez avec le cognac. Durch den Cognac kriegen die leicht weißlichen und aber geherzte Guam-Sauce. Nee, natürlich muss ich noch gesiegt und hoher passen, durch Flamme kann man wel heisch gehen. Vous mettez le vin blanc. Und da mal lassen wir dann Feuer vom Cognac. Et le fumet de poisson, sympa. Vous laissez bouillir. Ensuite, vous mettez les écrevisses dans le bouillon. Zu viel angekocht, geht Krebsfleisch zeigen, dafür juste ein paar Minuten an der Sauce, da sind sie schon gut. Et vous couvrez 3-4 Minuten. Und an der Zeit bleibt also so schnell anders zu machen, wie zu werden. Alors, au bout de 3-4 Minuten, elles ont changé de couleur, on va les retirer. Krebs kommen eine kleine Amende an den Back, weil wir müssen nur eine Sauce fertig machen, aber was brauchen wir dafür noch? La crème. Krebs haben ja nicht gerade viel Kalorien, dafür ist schon Fremse schon erlaubt. Et le céleri branche haché. Bei der frischen Kreide holt er ganz einfach die, die ich am besten schmecken, hier gibt kein Vierschriften. Le persil haché. Aber wenn Rahm und Kreide in der Sauce sind, dann los er das Ganze nach Schüsse mal einen kleinen Moment abkochen, dass die Aromen sich richtig gut verdienen können. Der Didier Jouillet, wie all gute Koch, gibt zum Schluss dann aber auch noch sein persönliches Touch dabei. De l'estragon. Un peu de sel et un peu de poivre. Und dann ist die Sauce fertig. Krebsen frigantan, aber just kurz. Juste pour les réchauffer encore un peu. Und natürlich auch für das de Gouf und der Soße bis notwellen. No Deckel drop, an 2 Minuten werden und dann servieren. 6 Krebsen auf der Kopf, das ist im Didier Jouillet sein Propos für ein traditionell Lützebuisch Entree.